Vertrauen? Confianza. Dovira. Trust. Vertrau dir. Tigit. Asika. Vertrauen. Doverba. Vertrauen. Und wem vertraust du? Vertrauen ist im Leben wichtig. Deshalb hat sich Andrea Schridde mit unterschiedlichen Menschen getroffen, die alle ihre eigenen Erfahrungen zu dem Thema gesammelt haben. In der Radiosendung Und wem vertraust du? Erzählen sie von sich und dem Thema Vertrauen. Mein Name ist Andrea Schridde. Ich bin Pastorin und leite die Kulturkirche hier in Lehe an der Hafenstraße. Und ich würde gern von euch wissen, was ist für euch Vertrauen? Also im Großen und Ganzen ist, glaube ich, als Vertrauen der erste Punkt eben auch die Ehrlichkeit. Ich muss mich darauf verlassen können, dass das, was meine Kollegen mir zugesagt haben, auch an dem Abend umgesetzt wird. Wir als Journalisten, wir haben ja den Pressekodex. Dieser Pressekodex ist, den kann man sich vorstellen wie so ein Piratenkodex. Das ist kein Gesetz, was wir haben, aber wir halten uns alle dran. Es ist nicht, dass ich weniger erlebe, weil ich erblinde. Ich erlebe manchmal viel mehr und auch viel mehr Kontakt zu Menschen. Es ist häufig, dass man durch den weißen Stock auch mit anderen ins Gespräch kommt. Und das erlebe ich auch als sehr schön. Ja, auch, dass man sich bei der Person wohlfühlt und der alles erzählen kann, über Probleme reden kann. Und man vielleicht auch merkt, dass die andere Person sein eigenes Problem zu deren Problem macht. Hör mir alles an und denke, ja, das wird schon alles stimmen. Und manchmal geht das auch nach hinten los, ne? Dass man dann zu schnell vertraut. Vertrauen ist ja eigentlich was, was uns tagtäglich und immer in jeder Sekunde begleitet. 19 Menschen, 8 Interviews, 8 Stunden rund um das Thema Vertrauen. Jeden zweiten Freitag und Sonntag zu hören auf Radio Weser TV.